Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video, in dem ich euch zeige, was ich alles in meinem Kamerarucksack dabei habe. Fangen wir ganz kurz an, hier mit der Nikon. Ich habe die Nikon Z6 und mit dem 24-70mm Blende 4. Dieses Set ist wirklich perfekt. Einfach hier 4K-Film, 24 Megapixel, super gutes Display mit Touch, Sucher super, alles super und Objektiv hier wirklich für alles zu gebrauchen. 24mm ist schon Weitwinkel und 24 ist so ein Standard-Zoom. Also perfekt, damit kann wirklich alles machen. Auch zum Anfang Empfehlung wirklich wert, sich mal so ein Objektiv zu holen. Die Kamera ist schon eine Profikamera, aber im Objektiv eben 24-70er kann man sich bei allem, was man sich so zulegt, mal angucken. Sowas in die Art. Genau, das ist meine Hauptkamera. Und dann habe ich hier den Evoque 26 Liter. Der ist super zum Transport von den ganzen Kamera-Equipment-Sachen. Sitzt super gut hier, das Gewicht ist super gut verteilt. Wenn man zu lang trägt, dann schwitzt irgendwann am Rücken, aber ansonsten ist er wirklich perfekt für alles geeignet. Und hier drin eben super gut, zum alles zu verstauen. Es sieht auch nicht nach einem Kamerarucksack aus, das ist auch noch ein Vorteil. Man denkt nicht direkt, dass es ein Kamerarucksack ist. Genau, dann fangen wir an. Ich habe hier drüben so ein paar Kameraplatten und Objektivdeckel, einfach um den Schutz von den Objektiven zu sichern und hier, um halt die Kamera auch an Stativ zu bekommen. Dann hier noch so ein Head, kann ich auch mal gebrauchen, auch zum Schutz von Objektiven. Dann haben wir hier eine Taschenlampe, also Stirnlampe. Immer wichtig, auch dabei zu haben, wenn es mal dunkel wird, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und so. Immer wichtig, wenn man was dabei hat, kommt schneller vor, als man denkt. Dann habe ich noch hier eine neue Packung Batterien für die Stirnlampe und noch einen Ersatzakku für die Zweitkamera. Und das ist meine erste große Kamera, und zwar die Alpha 6000 mit dem Standardobjektiv, hier im Kit-Objektiv, 16 bis 50 mm. Ist eben APS-C. Hier hat sogar einen Blitz, aber genau. Ansonsten ist die auch gut mal zum Benutzen als zweite Kamera. Und zu der habe ich noch das Objektiv, das habt ihr auch schon in dem Bastei-Video und dem Lidlstein-Video gesehen. Das blende ich euch hier oben ein. Und dann, damit kann man wirklich einfach mal die normalen Teleaufnahmen machen, die ich jetzt mit dem neuen Tamron-Objektiv mache. Ist ein 55-210, das war eben einem Bundle zusammengekauft worden. Genau, ist ein solides Objektiv, kann wirklich alles damit machen. Ist halt nicht so scharf und ansonsten halt auch nicht super Tele, aber mit dem kann man schon zusammen in Kombination, hat man eigentlich schon alles abgedeckt, was man so mal braucht. Genau, dann hier den Gurt, den habe ich hier dran. Wie ich es bei der Kamera mache, sage ich jetzt noch gleich. Und zwar, da habe ich von Peak Design so eine Kameraschlaufe. Und hier so einen roten Kreis, an den ich so einklicken kann. Und dann hebt die wirklich bombenfest daran und habe eben Schutz dran. Habe nicht diese Kameraschlaufe um mich hängen, sondern habt immer so. Dann kann ich dann einfach super gut arbeiten und das ist eigentlich mein Standardgriff, aber damit es auch gesichert ist, weil wenn die runterfällt, dann wäre das nicht so schön. Kann man so schön hier, da ist ein Magnet und dann hebt die auch und ist aufgeräumt. Genau. Ansonsten eben hier noch ein zweites Objektiv für die Nikon. Und zwar das Nikkor 35mm Blende 1.8. Das ist zum Film perfekt geeignet. Also ich benutze es zumindest dafür. Hat einen schönen weichen Hintergrund und eben deshalb super gut geeignet und halt auch eine tolle Brennweite. Kann ich auch mit der hier, kann ich auch eine 35er machen, aber Blende 1.8 ist schon nochmal ein Riesenunterschied. Die Blende 4 hier drüben. Schön eingepackt hier. Dann natürlich eine Powerbank. Kann man immer gebrauchen, wenn mal der Akku leer geht. Und hier das Ansteckmikrofon von Sennheiser. Ich bin ein Musikfan, deshalb Sennheiser natürlich hier erste Wahl. Ist gut zum Anklicken, ebenso wie das hier auch. Das ist jetzt von Rode. Das ist das Rode Wireless Go 2 mit Sender und Empfänger und eben zwei Sendern. Eins habe ich hier, das andere ist noch hier im Kamerarucksack. Und damit filmen wir jetzt auch gerade. Hier, es hängt an dem Handy dran. Und das ist mein erstes Ansteckmikrofon und das kann man eben hier, hat direkt einen TRRS-Anschluss, das heißt direkt ins Handy, perfekt, passend. Das heißt, das habe ich auch so an
in diesen zwei Videos, die ich schon verlinkt habe, hier benutzt. So, ich habe das Handy, habe das angesteckt, habe das verlegt und so dann aufgenommen. Und das war perfekt. Muss natürlich dann nachher synchronisieren, die Aufnahmen, aber man hat auf jeden Fall schon mal einen besseren Ton als die Handyaufnahme. Genau, deshalb, das ist eigentlich schon mal so eine erste Wahl, immer dabei zu haben. Falls auch mal die Technik nicht funktionieren sollte, immer dabei. Dann eben hier, ganz groß, das Teleobjektiv. Habe ich jetzt ganz neu, eben das Tamron 150-500 Blende 5 bis 6-3. Ist natürlich nicht das lichtstärkste Objektiv, aber super gut für Tagaufnahmen und eben richtiges starkes Tele. Kann man schon ganz besondere Aufnahmen machen. Hier noch ein Adapter, weil das ist natürlich Z-Mount und das ist kein Z-Mount. Das ist für den alten FT-Mount von Nikon, natürlich ein Adapter auf den neuen Z-Mount. Aber das kriegt man auch noch hin. Wenn man schon so ein Riesending hat, kann man auch noch dieses kleine Adapterchen da dran bauen. Genau, Tamron. Ja, ist ganz neu, aber hab ein bisschen umgebaut. Passt auch rein. Genau, perfekt. Dann habe ich noch ein Ladegerät für die ganzen Akkus. Aber ich habe noch viel mehr Kabel. Ich habe eine ganze Kiste voll mit Kabel dabei. Für die Kamera zu laden, eben das. Aber wenn ich sie extra lade, brauche ich noch einen USB-C-Anschluss und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann haben wir hier noch die Kameratasche. Die habe ich immer dabei, wenn ich nicht den großen E-Book dabei habe. Weil den großen E-Book ist super zum Transport. Aber wenn ich dann unterwegs bin, nehme ich lieber die hier. Ja, was habe ich hier drin? Noch einen anderen als Mikrofon, wieder von Rode, mit einem Windpuschel, wichtig hier, habe ich vorhin schon gesagt. Dann hier noch Handschuhe, kann man immer gebrauchen. Und hier den zweiten Empfänger. Noch ein Kabel zum Aufnehmen, weil Ton ist genauso wichtig wie das Bild. Wichtig. Dann hier das iPad, mit dem bearbeite ich gerne auch Bilder und einfach perfekt für alles geeignet. Die ganzen Videoschnittsachen, die mache ich nicht im iPad, die mache ich am Computer und am Mac in iMovie oder Final Cut oder auch DaVinci Resolve, das kommt so ein bisschen drauf an. Eigentlich bin ich immer mit iMovie gut zufrieden gewesen, aber jetzt habe ich dann mal die Probeversion von Final Cut probiert und es hat auch viel Spaß gemacht. Und jetzt fange ich mal ein bisschen an, mit DaVinci auch noch mich rumzuschlagen. Ja, mal gucken, was sich da hält. Dann habe ich noch ein Lenspen zur Reinigung, ganz wichtig. Hier oben den zweiten Akku für die Nikon. Eben immer zwei Akkus, ist schon mal Standard eigentlich. Genau, dann hier vorne auch noch ein bisschen was drin. Und hier noch Kopfhörer. Genau, das ist schon mal das. Und diese Tasche, die kann auch hier oben rein. Das heißt, wenn ich dann nachher aufs Schiff gehe, ist alles verschaut in einem Rucksack. Und eben, wie schon gesagt, der ist für alles perfekt, sieht auch gut aus. Und bin ich sehr zufrieden damit. Hier oben noch Platz für ein bisschen Reinigungszeug, eine Rettungsdecke und einen Windschutz und Regenschutz. So ein Windponcho. Genau, dann hier oben auch noch ein paar Tüten. Hier noch ein paar Speicherkarten drin. Und das war es dann eigentlich auch schon. Hier habe ich auch das Rollei-Stativ dabei. Mit dem habe ich jetzt auch schon einige Jahre fotografiert. Das C5i oder C50i. Mit Schaumstoffgriffen ein Bein zum Abmontieren. Die Höhe ist gut, ist nicht super hoch, aber die Stabilität und so passt insgesamt alles sehr gut und bin ich zufrieden. Genau, haben wir auch noch dabei. Ist Carbon, sehr leicht auch. Und das ist schon mal die Ausrüstung, die ich immer dabei hatte und jetzt damit dazu zufrieden bin. Ja, und jetzt können wir noch ein bisschen entspannen und dann geht's wieder nach Hause. Oh, das ist schön hier. Genau, dann habe ich noch wo ist das hingelegt? Es ist verschwunden, oder wo habe ich das hin? Das iPad. In die Tasche wahrscheinlich. Wo ist? In die Tasche. Tasche liegt hier. Die in die Kühlschrank. Ah ja, jetzt kommt's nämlich. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja.